Hacke, Schaufelbretter. Doch, was man nicht alles braucht, um der lieben Frau Elster eine Überraschung zu bereiten. Guten Abend, Kinder. Ja, eine Bank soll es werden. An der Hohen Tanne. Ja, damit Frau Elster in aller Ruhe die schöne Aussicht genießen kann. Halt, das Wichtigste fehlt ja noch. Der Lageplan. Guten Abend, Kinderchen. Ich bin ja sprachlos. Bei der Hohen Tanne liegt ein Schatz vergraben. Dieser Plan beweist es. Ein Glück, dass ich ihn gerade gefunden habe. Ja, was soll denn dieses geheimnisvolle Kreuz anders zu bedeuten haben? Alles klar, auf zur Schatzsuche. Nanu, das trifft sich aber gut. Herr Fuchs hat schon Geräte bereitgelegt. Ob der etwa auch? Ach, Unsinn. Zum Schätze ausgraben braucht man keine Bretter. So, und jetzt schnell er kommt und überflüssige Fragen stellt. Assassass, nun schlägt es aber 13. Erst der Plan und jetzt der Wagen. Och, beide spurlos verschwunden. Moment, nicht ganz. Radspuren? Na, warte. Na, endlich, hier ist die große Tanne. Nein, wie herrlich, diese Aussicht. Dennoch frisch ans Werk. Eine Schatzkiste ist auch ein schöner Anblick. Ja, das ist ja wohl die Höhe. Hä? Geht man denn so mit fremden Sachen um? Haben Sie mich erschreckt? Was wollen Sie überhaupt hier? Das möchte ich Sie fragen. Fragen können Sie ja. Verraten wird nichts. Aber wenn Sie schon mal hier sind, nehmen Sie die Schaufel und graben Sie. So, wonach denn? Das wird sich ja zeigen. Ach, es ist ja noch schöner. Graben Sie doch selber. Ja, wenn hier ein Schatz läge. Schreien Sie doch nicht so. Soll es denn jeder gleich wissen? Ja, was denn? Na, das von dem Schatz. Wo haben Sie denn den Plan her? Etwa auch gestiebitzt? Erlauben Sie mal. Gefunden. Ach so, jetzt verstehe ich. Sie glauben, hier liegt ein Schatz vergraben. Na, da graben Sie mal. Da werden Sie sich wundern. Oder Sie. Und jetzt rasch ans Werk. Ach, Unsinn. Schatz ist ja lächerlich. Halt, halt. Ein Riemen. Die Schatzkiste ist verschnürt. Sie sind ja nicht mehr zu bremsen, Elsterchen. Aber rücken Sie mir gefälligst nicht so auf den Pelz. Still doch! Fassen Sie mit an! Los! Hau! Ruck! Hau! Riemen! Schatztruhe! Albernheiten! Eine Wurzel! Hier kann gar kein Schatz sein! Woher wollen Sie denn das wissen? Ich habe doch den Plan selbst gezeichnet. Sie? Ja, wozu denn? Weil ich an dieser Stelle eine Aussichtsbank aufstellen wollte. Für Sie. Als Überraschung. Warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Weil ich es ganz lustig fand. Zum Kuckuck. Was fanden Sie daran so lustig? Nur, dass Sie einen Schatz suchen, wo gar keiner ist. Ach, wo gar keiner ist, so, so. Sie sind ein ganz Hinterhältiger. Haha, das geschieht Ihnen recht. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selber rein. Machen Sie es gut, Herr Fuchs. Gute Nacht, Kinder. Assassass, das sieht Frau Elster ähnlich. Alles stehen und liegen lassen und sich einfach davon machen. Naja, ist ja noch mal gut gegangen. Alles heil. Aber unseren Spaß mit Frau Elsters Schatz hatten wir doch. Was, Kinder? Und jetzt schlaft gut. Gute Nacht.